Herzlich willkommen. Die anderen können ja gerne noch eintrudeln, wenn sie noch dazukommen. Ich freue mich riesig, dass ich die erste Veranstaltung dieser tollen Reihe moderieren darf, in der es darum geht, wie Digitalisierung einen Kulturwandel hervorruft und was für einen Kulturwandel Digitalisierung braucht. Heute geht es um Haltung und Handlung. Dafür habe ich zwei Gäste da. Wir werden zunächst mal mit den beiden Experten eine kleine Podiumsdiskussion. Sie sehen hier schon, das digitale Podium ist schon aufgebaut, führen. Das wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird danach ausgemacht und es wird Zeit geben für eure und ihre Fragen, Anregungen, Diskussionen. Also wir wollen heute hier gerne ganz interaktiv sein, zumindest in der zweiten Hälfte des Termins. Und dafür wird die Aufzeichnung ausgemacht. Das heißt, da können wir uns dann ganz frei unterhalten. Die beiden sind aber darauf vorbereitet, dass sie für die Ewigkeit jetzt hier festgehalten werden. Ich bin Annika Kaplan. Ich arbeite in der Koordinierungsstelle Digitalisierung in der Kirchenverwaltung der EKHN. Ich bin heute die Moderatorin und ich habe die Ehre, zwei ganz tolle Gäste hier vorzustellen und ein bisschen durch den Tag zu führen oder durch den Nachmittag, die Stunde, die wir hier zusammen haben. Die beiden Gäste sind Jan Otte und Tobias Albers-Heinemann. Ich fange mal an. Jan Otte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie ich ihn vorstellen soll, denn es gibt so vieles. In unserem Vorgespräch sagte er, welche Perspektive soll ich denn mitbringen? Gemeindepfarrer, Digitalethiker, Techniktheologe, Start-up, was ist es denn? Und dann sagten wir, ja, bitte alles. Jan Otte war Gemeindepfarrer, ist jetzt Pfarrer im Schuldienst, unterrichtet bei Digethic über digitale Ethik. Jetzt muss ich nochmal gucken, macht Projekte, hat Projekte geleitet zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung in Unternehmen, war in der Unternehmensberatung tätig und ich vermute, ich habe ehrlich gesagt auch was vergessen. Kannst du ja dann gerne gleich auch nochmal ergänzen, wenn es für die Diskussion wichtig erscheint. Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene Perspektiven und auch viele Einblicke in das Thema Haltung und Umgang mit der Transformation. Also Jan Otte begegnet natürlich dadurch auch Menschen aus verschiedensten Kontexten. Tobias Albers-Heinemann arbeitet im Zentrum Bildung der EKHN, ist Referent für digitale Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, und ist hier bei uns in der EKHN und auch darüber hinaus derjenige, den wir ansprechen, wenn wir nicht weiter wissen in Bezug auf Zoom, in Bezug auf, was können wir denn eigentlich mit diesem KI machen, und all das. Und er weiß dann auch schon, hat in der Regel schon eine Workshop-Reihe vorbereitet, wenn wir auf die Idee kommen, dass man da ja mal eine Frage zustellen könnte. Hat diverse Projekte initiiert und durchgeführt zu verschiedensten Digitalisierungsthemen. Auch du kannst gerne ergänzen, wenn wir, wenn wir in der Diskussion noch darauf kommen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel weiterreden, denn es geht ja darum, dass wir über Haltung und Handlung reden. Jetzt habe ich die beiden Gäste vorgestellt. Jetzt wüssten wir natürlich sehr gerne, mit wem wir es hier heute zu tun haben, wer in unserem digitalen Raum noch alles sitzt. Und dafür haben wir, wie könnte es anders sein, eine digitale Umfrage vorbereitet. Viele kennen sicherlich schon Mentimeter. Der Tobias postet gerade einen Link in den Chat. Da dürft ihr einmal draufklicken und ein bisschen eingeben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? In welchem Bereich arbeitet ihr? Das finden wir natürlich ganz interessant, damit wir so ein bisschen gucken können, mit wem haben wir es hier zu tun und wer ist heute alles dabei. Lass mal ein bisschen Zeit für euch, dass ihr auf den Link kommt. Es kommt jemand aus der Schule, aus der Erwachsenenbildung. Das waren Jan und Tobias, oder? Die da die ersten Erwischt. Angaben gemacht Dabei haben. ist es fast anonym, gell? Ah ja, wunderbar. Das könnt ihr nicht alles gewesen sein. Der Link funktioniert. Das freut mich doch sehr. Medien und Digitalität, Kinderrechte, Religionspädagogik. Also wir haben viel Pädagogik. Ich sehe schon, jemand schreibt auch schon in den Chat. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sollte das mit dem Mentimeter nicht so gut funktionieren. Psychologische Gesundheitsförderung, da ist das Thema Haltung natürlich auch ein großes und digitale Transformation, kann ich mir vorstellen, spielt eine große Rolle. Kultur der Digitalität, Regionalverwaltung, Gemeindepädagogik, Schulsozialarbeit, es wird ja, also wir sind eine bunte Gruppe heute. Wie schön. Internet-Seniorenarbeit.
Organisationsentwicklung, Arbeitnehmervertretung. Es ist wirklich vielfältig. Wunderbar. Ich trinke noch einen Schluck. Der Link funktioniert nicht. Eine Gemeindesekretärin haben wir auch noch dabei. Wunderbar. Dann haben wir, sind alle unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist schon mal Kirchenvorstand. Und ehrenamtliche Frauenarbeit sehe ich noch. Danke, Tobias. Ich glaube, jetzt haben sich die meisten wahrscheinlich eingetragen. Genau, man kann aber immer noch nachtragend sein in dem Sinne. Noch ergänzt. Wunderbar. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, damit wir uns dem Thema Haltung und Handlung annähern können. Die erste wäre, was ist denn überhaupt Haltung? Da wüsste ich gern von euch beiden, was bedeutet für euch Haltung? Und wo bemerkt ihr, dass das Thema ein relevantes ist? Gerade natürlich gerne in Bezug auf Digitalisierung und Veränderung der Gesellschaft, aber wenn es geht, auch ganz konkret. Also was ist für euch Haltung und warum ist das wichtig? Warum sollten wir da heute drüber sprechen? Jan, magst du antworten? Haltung ist für mich, wenn ich ausnahmsweise mir mal Zeit nehme, bei diesen Cookie-Notifications, die mir alle eingeblendet werden, tatsächlich mal den Mut zu haben, mir die Minute zu nehmen, mal zu gucken, was sind denn meine Präferenzen? Und mir vielleicht dabei auch zu überlegen, von so einer Pflichtübung ableitend, was ist mir eigentlich wichtig, persönlich wichtig? Welche Nachrichten konsumiere ich? Wo setze ich meine Filter? Vielleicht auch in der eigenen Kommunikation. Ob digital oder offline, Haltung, sich ein klitzekleines bisschen mehr Zeit zu nehmen in diesem digital always on. Warum machst du das? Machst du das wirklich? Zugegebenermaßen, ich habe wieder eine App installiert, neben den diversen anderen Apps, so viel zum Thema Datenminimalismus. Es gibt Entspannungs-Apps, es gibt Einstellungen im Handy, dass ich auf Schwarz-Weiß stelle als Bedienhilfe, dass die Insta-Bilder vielleicht nicht mehr ganz so bunt sind, obwohl ich ja weiß, dass da auch noch zusätzliche Filter sind. Vielleicht brauche ich aber auch einfach Menschen meiner Umgebung, Freunde, Familie, meine kleinen Kinder, die in dieser Zeit groß werden, die mich da mal so ein bisschen aus meiner digitalen Bubble rausholen und mich daran erinnern, da gibt es noch was anderes. Und da hilft Haltung, indem ich nicht zu stark trenne zwischen dieser digitalen Welt und dem, was es da noch so gibt und immer schon gab. Dem, was es außerhalb dieser digitalen Welt auch noch vielleicht mal gegeben hat. Genau. Tobias, vielleicht beschreibst du kurz, was ist für dich Haltung? Ja, für mich ist Haltung in erster Linie eine Offenheit für Veränderung. Weil gerade auch in meinem Job, wo es um Digitalisierung geht, um Transformation geht, da verändert sich einfach ganz viel. Nicht nur für mich und nicht nur in Tools, sondern auch, ich sag mal, gesellschaftlich komplette Arbeitsprozesse verändern sich, Workflows verändern sich. Es kommen ganz neue Sachen hinzu. Und da bedeutet für mich, oder ist es ein Zeichen von Haltung, für diese Veränderung auch offen zu sein? Und es gibt so ein schönes Sprichwort, das elektrische Licht wurde nicht durch die Weiterentwicklung der Kerze erfunden, ja, sondern ich meine, beides macht hell, beides ist Licht und brauchen wir auch zum Arbeiten und zum Leben, aber es sind ganz andere Herangehensweise. Und das ist für mich ein ganz besonderer Bestandteil von Haltung, einfach offen für solche Prozesse zu sein. Was aber auch ganz wichtig ist, Haltung suggeriert immer, oder andersrum, es entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, wenn etwas nicht klappt, dann mangelt es an Haltung. Haltung kommt nicht nur von innen, von dem Mitarbeiter, von mir innen, sondern es muss auch von außen gewollt sein und es muss auch gefördert sein und auch unterstützt werden. Es gibt ja ganz viele Beispiele jetzt in den letzten Jahren, wo, ich sag mal, bestimmte Anforderungen einfach gestellt wurden, arbeitet digital, macht hybriden Unterricht, macht hybride Veranstaltung, ist dann aber noch nicht bei irgendwie Internetverbindung oder anständige Hardware irgendwie da gab. Und das blockiert natürlich die Entwicklung einer Haltung. Also von daher, Haltung ist ein zweischneidiges Schwert, es kommt aus mir heraus, es muss aber auch gewollt und gefördert werden.
Und würdet ihr sagen, dass sozusagen die Umgebung, das habe ich jetzt gerade rausgehört, Tobias, die Umgebung eine Haltung fördern oder verhindern kann? Also diese Haltung, offen für Neues zu sein, die du gerade genannt hast, hängt die von der Umgebung ab? Jan, ist das in der Gemeinde anders als im Startup? Ich glaube, dass tatsächlich in einer bestimmten Umwelt leichter ist, diese Haltung auszuleben. Und ein Start-up hat einfach nicht super viel Bürokratie und Prozesse bereits wie eine Kirche, eine Behörde, ein Großunternehmen. Der Tobias hat von Workflow gesprochen. Das habe ich in meiner Unternehmenszeit natürlich auch ganz viel optimiert. Mittlerweile, ich würde dieses Lichtthema nochmal aufgreifen. Wenn ich merke, ich bin in so einem Flow drin und das kann ja auch mit einer Aufgabe sein, in der ich total aufgehe, egal ob ich im Startup bin, in der Behörde, in der Schule, sonst wo, dann gelingt mir manches einfach besser. Und wenn es ist, diese Offenheit, sich zu erhalten, neu zu finden, von der Tobias gerade auch gesprochen hat, dass wenn da irgendwas neu ist und dass man ja tagtäglich mit konfrontiert, dass ich dann nicht gleich zumache und ängstlich irgendwie abschalte und denke, wohin, wo führt das alles, sondern sage, hey, es ist ein neuer Tag, die Sonne ist wieder aufgegangen, es ist Licht da, und lass es uns einfach ausprobieren. Und wenn ich einen Wunsch hätte, wenn ich die Frage dahingehend ein bisschen weiter denke, würde ich mir wünschen, in etablierteren Firmen, Behörden etc., dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich auch auszuprobieren und man auch mal einen Fehler machen darf, ohne dass gleich man einen auf den Deckel kriegt. Und das ist bei so einem kleineren Startup wie die Jessic, wo ich diese digitale Ethikkurse mache, einfacher als in einer Kirchengemeinde, die es schon hunderte von Jahren gibt. Und vielleicht ändert sich das ja demnächst. Das haben wir schon immer gemacht, auch eine Haltung. Das haben Habe ich wir immer schon schon oft so gemacht. gehört und ich muss ehrlich sagen, ich finde es echt schwer, dann dort eine Haltung zu wahren, dass ich nicht gleich fuchsig werde. Dieses Gefühl habe, ich müsste jetzt gleich total widersprechen. Ich glaube, Stabilität ist echt gut und vieles bewährt. Und gleichzeitig denke ich, hey, schon immer, dieses Digitale zieht uns ja sehr stark in den Moment auch rein, ne? Dass wir nicht nur ständig in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, mit Ängsten in die Zukunft, mit falschen Sicherheiten aus der Vergangenheit, dass wir mehr im Moment sind. Vielleicht nicht ganz so schnell wie bei TikTok. Aber zumindest im Hier und Heute mal anzukommen, mental, das wäre doch schon mal was. Ich habe schon im Chat, schreibt Tobias Brunner, Haltung bedeutet Haltung wie in innehalten oder anhalten. Das finde ich tatsächlich einen ganz schönen Hinweis. Das ergänzt sehr gut, was ihr gerade gesagt habt. Und das führt auch sehr schön zu meiner nächsten Frage. Wir reden ja immer alle von der digitalen Transformation, von den großen Veränderungen, die noch nie so da gewesen oder selten so gewesen sind. Alles ändert sich und wir müssen da offen sein. Aber was heißt das konkret? Woran merkt ihr im Alltag, dass das eine Veränderung ist und zwar nicht nur eine kleine Veränderung, sondern wirklich eine Transformation? Tobias. Also ich merke das ganz deutlich, auch an meiner eigenen Arbeit. Ich habe im Zentrum Bildung 2018 angefangen. Nicht nur, dass ich dort auch mit Abstand der Jüngste war, ich war auch der mit der weitesten Anreise mit 90 Kilometern täglich gependelt. Und es war eigentlich so diese klassische Büropräsenz. Selbst, ich sag mal, in unserer Arbeit, die wir ja gar keinen Publikumsverkehr haben, das war einfach total inne. Also allein diese Struktur, eigenes Büro, eigene Zeiten, eigener Arbeitsraum, eigener Dienstsitz, obwohl das für den Inhalt, für die Umsetzung meiner Arbeit überhaupt nicht umsetzbar ist. Und hier hat die Corona-Zeit gezeigt, dass mobiles Arbeiten, dezentrales Arbeiten sehr wohl möglich ist. Und das ist für mich ein ganz enormer Fortschritt, ein ganz großes Zeichen auch von Transformation. Also wir haben mittlerweile auch Kolleginnen, die noch weiter weg wohnen, die aus dem Kasseler Raum kommen, aus Nordhessen. Und wir haben für uns als Team auch einen Ablauf gefunden, wie wir
ich sag mal, mobiles Arbeiten, aber auch das Treffen vor Ort und das Arbeiten, den Austausch vor Ort, wie wir das miteinander kombinieren können. Und das ist für mich ein ganz enormes, ja, ganz enormer Zugewinn, weil ich merke, dass diese Art der Arbeit, dass die anfängt, sich herumzusprechen und dass das auch immer mehr akzeptiert wird. Es wird immer mehr akzeptiert, dass Konferenzen vielleicht auch online, Treffen online stattfinden, dass ich jetzt nicht irgendwie 1,5 Stunden nach Frankfurt fahren muss, um mich irgendwie eine Stunde mit jemandem hinzusetzen. Ja. Und das sind einfach Arbeitsprozesse, das sind Veränderungen, und auch so die Tatsache, dass sich gewisse Online-Formate auch im Bildungsbereich mittlerweile komplett etabliert haben und aktuell auch ganz natürlicher Bestandteil unserer Stellenausschreibung sind. Das ist für mich einfach ein Zeichen, dass Transformation stattfindet. Ja, nickt schon. Kannst Genau, du, da würde ich möchtest du direkt noch auch ergänzen? Klar. aufgreifen und die Perspektive aus der Schule einbringen, weil ich gehört habe, es sind doch einige aus dem Bereich Schule, Pädagogik, Erwachsenenbildung, Senioren, Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin an zwei Schulen mit meinem einen Fach Religion und Ethik. Das eine ist so ein klassisches Gymnasium, wie man sich das vorstellt, mit dem Lehrerzimmer, Latein ab Klasse 5, wo sehr viel diskutiert wurde. Machen wir so eine iPad-Klasse? Führen wir einen Messenger ein? Machen wir Moodle? Und jetzt über die Corona-Zeit hinaus, wo ja viel auch möglich wurde. Und die andere Schule, wo ich arbeite, ist eine Gemeinschaftsschule, was in Baden-Württemberg jetzt schon Schule macht, eine Zeit lang, ja, ist ja Ländersache, wirklich zu versuchen, unterschiedliche Leistungsniveaus in einer Klasse zu haben, was durch Digitalisierung leichter wird, indem mehr Projektarbeit stattfindet, und weniger dieses klassische Frontal, Lehrer sagt, Buchseite sowieso, und dann gibt es zweimal im Halbjahr eine Klassenarbeit, sondern dass man sagt, Mensch, wir versuchen zumindest, Stichwort Flipped oder Inverted Classroom, das mal umzudrehen, die Perspektive zu ändern, dass ich mehr Lernbegleiterin bin als der Lehrer, Lehrerin, die die Wahrheit irgendwie gepachtet hat oder Pfarrer, Pfarrerin. Und da sind wir noch lange nicht. Technisch ist da viel mehr möglich. Wir hängen so ein bisschen mit unserem Mindset hinterher, merke ich, aber es ist mehr Offenheit tatsächlich auch da, mehr die Lernenden auch machen zu lassen. Die müssen natürlich auch befähigt werden, dahin zu kommen. Medienpädagogik gibt es mittlerweile ab Klasse 5 in der Grundschule auch schon. Und mehr so Messenger-Kommunikation, weniger die wohlfeile, einbetonierte E-Mail mit PDF-Anhang. Mehr so ein Ping-Pong, weniger der perfekte, linear geplante Unterricht. Das ist etwas, was ich wahrnehme. Was mehr kommt. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber ich spüre da eine große Offenheit. Ich finde es ja spannend, dass du als traditionelles Kommunikationsmittel eine E-Mail nennst, was, glaube ich, bei vielen wäre da eher das Beispiel das Fax. Aber daran merkt man ja auch, es geht immer ein Stückchen weiter. Und das, was wir vor ein paar Jahren für sehr modern gehalten haben, ist jetzt einfach schon wieder traditionell. Also auch ein wunderbares Beispiel. Und würdest du sagen, dass das dieses Thema der Lehrer, die Lehrerin hat nicht mehr das Wissen für sich gepachtet oder der Pfarrer, die Pfarrerin, sondern es ist dialogischer. Hängt das auch mit der digitalen Transformation zusammen? Total. Also ich sehe natürlich auch Google oder im wenigsten Fall eine andere Suchmaschine, die ersten drei Treffer, ChatGPT und Wettbewerber. Ich habe schon das Gefühl, wo die ihren Input dann auch herhaben und versuche sie zu schulen darin, diese Quellen einzuordnen. Wer hat denn das wie verfasst? Bei Wikipedia sieht man ja auch ein bisschen im Hintergrund, wer da wie mitgeschrieben hat. Das ist bei generativer KI noch nicht ganz so der Fall, aber da kommen wir hoffentlich auch noch hin. Und dass ich auch sage, Mensch, weniger schreiben, mehr präsentieren im Sinne von, wie wir das ja hier auch probieren. Man wirft mal was in die Runde und dann nimmt wieder jemand was auf. Früher hätte man es Kolloquium genannt. Wir nehmen es Podiumsdiskussion, vielleicht nennen wir es künftig noch anders. Um so ein bisschen die Lernenden oder die Lerngruppen, egal welches Alter, so ein bisschen auch aus der Reserve zu locken und dass sie sich dann da auch im wahrsten Sinne des Wortes verhalten.
müssen. Und wenn Haltung heißt Nein, vielleicht ein mutiges Nein zu, wir schreiben mal keine Klassenarbeit, ein mutiges Nein zu, hey, heute mal ohne iPad. Ja, wir erinnern uns, ChatGPT war mal ein paar Stunden offline, relativ lang, war ein längeres Outage. Da hatte ich auf einmal Möglichkeiten, nochmal ganz anders miteinander ins Gespräch zu kommen, zu kommunizieren, wo man immer wieder selber denken musste. Und dann trotzdem auch noch zu Ergebnissen kommt. Ich hoffe, dass wir das weiterhin tun können. Wir sind ja doch auch faul so als Menschen, ne? Und mit ein bisschen mehr Lust und mehr Flow im Workflow kriegen wir das hoffentlich gebacken. Ja, das hast du ja mit ein bisschen mehr Lust, ne? Aber genau da, das ist ja auch so der Knackpunkt in vielen Bildungsszenarien. Die haben zum Großteil ja wenig mit Lust zu tun, sondern mit müssen, ja. Und dann kommt ja wieder das Thema Faulheit. Da kommt ja auch dann, ich nehme nur mal Beispiel KI-Dienste, Tools mit hinzu, die von den Lernenden, den Schülerinnen, den Schülern im schulischen Bereich natürlich aktiver genutzt werden als von den Lehrenden. Und ich glaube, das ist dann eine von diesen Rahmenbedingungen, die uns zwingen wird, unsere Haltung zu verändern. Also wir werden gar nicht mehr, also das ist jetzt wirklich so eine riesige Rahmenbedingung. Wir werden da gar nicht mehr drum herumkommen zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht, weil dann können wir verlieren wir einfach unseren Anteil am Bildungsprozess. Wir reden jetzt über die Unterstützung von KI, insbesondere für faule Lernende, also gerade ChatGPT. Aber ist das wirklich eine Unterstützung? Kann ich einfach KI nutzen und mir dadurch die Arbeit ersparen? Muss ich das nicht erstmal lernen? Das ist doch was, wo ich dann auch wieder eine neue Fähigkeit erstmal brauche, oder? Ja, Ja, absolut. Man natürlich. kann es ja erstmal als Tool nehmen, ne? Die Prompts, ich muss ja auch wissen, oder Bildungssprechoperatoren, was gebe ich ein? Und ja, wie Hey, bewerte ich das dann, ne? wir müssen ja bis zu einem gewissen, also das ist ja wie bei allen Tools, ist ja so der Unterschied zwischen etwas anwenden und verstehen, wie etwas funktioniert. Und wenn wir verstehen, wie eine generative KI funktioniert, dann kommen wir auch zu 99% an unsere gewünschten Ergebnisse. Ja. Wenn wir aber nur anwenden, dann kommt erstmal Frust und dann kommen so diese Sachen, ja, die Texte sind ja nicht so gut und es halluziniert und schreibt einfach. Also von daher, wird total wichtig sein, weil wir können davon ausgehen, dass diese KI-Dienste, die wir jetzt gerade, ich sag mal, alle so separat behandeln, ChatGPT, die generativen KIs und wie auch immer, dass die in wenigen Jahren Bestandteil unserer Arbeitsumgebung sein werden. Die werden in Windows integriert, die werden in macOS integriert, in die Smartphones und wir werden es nutzen, ohne es bewusst anzuklicken. Und von daher müssen wir natürlich auch lernen, damit umzugehen. Absolut, es werden Und uns Vorschläge ja jetzt schon generiert und bin ich so fleißig und sage, nee, ich mache das alles selber. Ist ja auch eine gewisse Sturheit, ein gewisser Stolz, der da dann mitschwingt oder sagt, naja, okay, warum nicht? Und bis es dazu geht, wer schreibt denn eigentlich Protokoll? Eine beliebte Frage in Meetings und man sagt, okay, wir lassen das Tool erledigen. Und trotzdem braucht es ja noch ein paar Leute, die fähig sind, zu sagen, Mensch, war auch so und das dann auch zu tun, was dann da ja, klar. gefordert ist, ne? Weil ich glaube, viel Kommunikation, die wir machen, ist ja gar nicht so binär, ist gar nicht so glasklar. Und so tun, als ob ich verstanden habe, das macht ChatGPT wunderbar, hat immer Verständnis und so weiter, halluziniert total viel. Ja, und gleichzeitig so ein bisschen frech, ein bisschen vergesslich, ein bisschen faul, dürfen wir doch weiterhin bleiben. Das macht uns als Menschen ja auch aus. Wunderbar. Das Thema Lernen ist auch meine Abschlussfrage an euch. Also, was sind die drei Dinge, die ihr gelernt habt oder gerne lernen wollt, von denen ihr glaubt, dass sie am meisten helfen im Umgang mit dem Neuen, mit der Transformation? Tobias, fang mal an. Ja. Ich überlege noch, weil drei, boah. Ihr Ja. dürft auch euch drei aufteilen Ja. und dann ergänzen Ja. wir aus der Gruppe Ja. den Rest. Genau. Ich lasse mir hier gerade noch was schreiben, was ich am wichtigsten. Du prompst es gerade Weil, noch, ne? nein, also zum einen ist es natürlich die Erkenntnis, ChatGPT oder generative KI, das ist kein Knopf, wo ich draufdrücke, mir wird die Arbeit abgenommen oder ich werde dadurch ersetzt. Ja, ChatGPT.
Oder die KI generell spiegelt ganz viele gesellschaftliche Phänomene wider. Ich habe auch mir schon überlegt, diesen Begriff Chatsplaining mir irgendwie mal schützen zu lassen. Also das heißt, wie das klassische Mansplaining ist ChatGPT in der Lage, ganz überzeugt zu erklären, ohne irgendwelche Ahnung von irgendeinem Thema zu haben. Und das macht es wirklich mit Bravour. Und wie gesagt, da muss man einfach auch wissen, wir müssen nicht verstehen technisch, wie KI funktioniert, aber wir müssen strukturell wissen, wie es an die Informationen kommt, wie neue Inhalte entstehen. Und ein noch ganz oder ein sehr, eigentlich noch ein wichtigerer Punkt, weil das Thema Datenschutz in Bezug auf KI-Nutzung auch immer Thema ist. Hier erleben wir einen ganz großen Wandel auch. Weil bislang hatten wir immer unsere IT-Abteilung, die hat die Software freigegeben und hat auch gesagt, das dürft ihr nutzen, das dürft ihr machen und das nicht. Die ganzen KI-Dienste, das sind Browser-Dienste, das sind irgendwann Systemdienste, die sind alle zugänglich, die können wir nutzen. Und hier müssen wir plötzlich selber entscheiden, wo ist eine datenschutzrechtliche Relevanz, ja, wo sind sensible Daten, geheime Daten, wo sind personenbezogene Daten? Und das hat nicht nur mit, ist nicht nur mit KI, das betrifft alle digitalen Tools. Ist ja auch, wenn ich mit einem Whiteboard arbeite und dort sensible Geschäftsberichte veröffentliche, ist das ja auch nicht in Ordnung. Also das heißt, die Kompetenz bewerten zu können, welche Sensibilität die Daten haben, mit denen wir arbeiten, das wird meiner Meinung nach ein großer Zukunftsskill sein, den wir haben müssen. Vielen Dank. Jan, hat dir ChatGPT was ausgegeben? Genau, ich habe in der Zwischenzeit gepromptet und mir überlegt, anknüpfend an, was ich vom Tobias mal ergoogelt habe, der einen Beitrag geschrieben hat über digitale Meetings, wie man es so richtig versauen kann, habe ich mir überlegt, drei Schritte, die mir zeigen, wie ruiniere ich meine digitale Haltung und wie kriege ich es trotzdem irgendwie wieder gebacken. Du fragtest nach Kompetenzen. Ich glaube, dass das Erste, wo ich sage, egal ob ich im Konzern gearbeitet habe, in der Gemeinde, in der Schule, ich glaube, es ist wirklich wichtig, einen Filter zu haben, nicht alles glauben, was ich sehe, oder? Wenn man das tech-theologisch mal so zusammenfasst, glaube nicht alles, was du siehst. Man kann es echt versauen, indem man alles postet, egal ob Fake News oder, alles raushauen. Und stattdessen, um da wieder rauszukommen, sich so eine gewisse Skepsis zu erhalten, das kritische Denken, was wir irgendwo mal im Studium gelernt haben. Und neben diesem, glaube nicht alles, was du siehst, dieses zu begegnen, dem Technik über den Menschen zu stellen, ja, dass wir nur noch digital kommunizieren, nur noch im WhatsApp-Status oder sonst wo verhängen, mit diesen überbordenden Hartmut Rosas Beschleunigungstheorie im Kopf, der andere ist quasi in meinem Zugriff, ja, dass ich mich dem auch mal wieder entziehe, dass ich bewusst, und da waren jetzt die Sommerferien hoffentlich für die, die unterrichtsfreie Zeit hatten, gut, um mal wieder so echte Kontakte zu haben. Nicht zu sagen, dass es irgendwie besser ist und so, aber eben auch das zu haben. Und sie wissen, okay, Tools sind Tools, Menschen sind Menschen und das Analoge kann total schön sein. Ja? Und das Dritte geht aber auch so in diese Richtung, dieses Lernen, Lernen, kein Stillstand, nicht dieses, was wir vorhin hatten, war schon immer so, als Gott gegeben sehen, in Stein gemeißelt, wie die 10 Gebote, sondern zu sagen, Mensch, Mut, Offenheit, Respekt, Scrum-Werte, für die, die sich ein bisschen mit Scrum schon beschäftigt haben, kommt auch in die Schule. Zu sagen, Mensch, ich probiere einfach mal aus. Ich setze meine Lernziele vielleicht ein bisschen tiefer, bin damit schon happy und dann schauen wir im Prozess statt Bildungsplan, Vorlauf etc. Und dann kommen wir darüber wieder in Austausch, in Interaktion, was mich dann ja auch wieder entlastet, dass ich nicht alles alleine machen muss. Also von daher, glaub nicht alles, was du siehst. Die Technik kann nicht alles, nein, ich kann auch noch was als Mensch, und ja, lernen, lernen, mutig sein, offen, neugierig bleiben. Ich glaube, damit ist viel gewonnen, egal welche Tools morgen in sind. Wunderbar, vielen Dank.
Zum Thema Glaube nicht alles, was du siehst, gibt es ja dann nächste Woche den nächsten Teil dieser Veranstaltungsreihe Fake News, kurzer Werbeblock. Jetzt würde ich gerne, wenn euch das recht ist, ihr zwei, ihr dürft sonst gerne noch ein Schlusswort sagen und sonst würde ich gerne die Runde öffnen und aus unserem digitalen Podium einen digitalen Stuhlkreis machen, und alle anderen Anwesenden gerne einladen. Beteiligt euch, stellt Fragen unbedingt, seid auch kritisch, dafür sind wir hier. Und bringt gerne auch eure eigene Meinung zum Thema Haltung ein oder eure eigenen Beispiele.